herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. In diesem Podcast gehen Steve Kenner und ich auf die Suche nach Bildungsräumen, die zu Freiräumen werden sollen. Steve Kenner ist Gastdozent an der Freien Universität Berlin und ich bin Helene Pachale, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Leibniz-Universität Hannover. Wir sind beide in der Lehrkräftebildung und Bildungsforschung tätig und nutzen diesen Raum als Freiraum, um eben mit unseren Gästinnen und Gästen auf die Suche nach Freiräumen zu gehen. In der heutigen Folge wollen wir uns dem Thema Sport widmen und haben dafür zwei Gästinnen eingeladen, die sich mit uns auf die Suche nach Freiräumen im Sport begeben. Hallo. Ja, moin Fabian, moin Hux. Wollt ihr vielleicht euch am Anfang einmal ganz kurz vorstellen, Hux? Wer bist du und genau, warum bist du hier? Warum haben wir dich eingeladen? Große Fragen. ich wohne in Potsdam, sitze da auch gerade vor meinem Bildschirm in meinem neu eingerichteten Homeoffice. Genau, ich spiele Roller Derby hier seit 2014. Da haben wir das Team gegründet. Was Roller Derby ist, erzähle ich vielleicht nachher nochmal. Also ganz kurz, ist eine Vollkontaktsportart auf Rollschuhen. Ohne Bälle, ohne Schläger. So, vielleicht könnt ihr nachher bei YouTube auch nochmal gucken. Am besten, man guckt sich so mal Spielszenen an, um ein Bild davon zu bekommen. Genau, ich bin fürs Studium hergezogen. 2007, glaube ich. Das heißt, ich bin irgendwie akademisiert, habe Geschichte studiert und immer mal wieder versucht, irgendwie unterschiedliche politische Räume aufzumachen und war dann irgendwann auch so abgegessen von Politgruppen und diesem ganzen, wir machen jetzt einen Lesekreis und dann dachte ich, ach, Sport könnte ja eine Möglichkeit sein, irgendwie nochmal andere Räume zu öffnen, die politisch sind für die Menschen, die da sind und aber auch eine politische Außenwirkung entfalten. Und genau, wir waren am Anfang zu zweit und haben das dann so langsam vorangetrieben, sind durch die Kneipen in der Stadt gezogen und haben uns so Menschen rausgeholt und gefragt, ob die Lust haben auf einen neuen coolen Sport. Und haben dann quasi das erste Team in Brandenburg gegründet. Damals gab es in ganz Deutschland auch noch nicht so viele Teams. Wir hatten Berlin als große Stadt nebenan, wo es auch ein großes Team gab. Und so Stuttgart gab es da schon und Dresden und Leipzig und Hamburg. Also St. Pauli war auch ganz vorne mit dabei. Und sonst war das alles relativ übersichtlich. Das heißt, es gab auch nicht so viele Vorbilder für uns und nicht so viele Leute, die überhaupt wussten, was das für ein Sport ist. Und genau, wir haben da ganz viel über YouTube und irgendwie Menschen fragen und rumreisen und Teams besuchen, irgendwie versucht, uns Sachen beizubringen. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Aber es hat, also Potsdam ist eine kleine Stadt und irgendwann hat es mich persönlich nicht mehr so gereizt und ich wollte irgendwie sportlich so vorankommen, bin dann nach Berlin gegangen, hab da 2,5 Jahre gespielt, erst in der ersten Bundesliga und dann so im internationalen Level. Das war eine ziemlich coole Erfahrung, weil es schon ein krasser, also es war ein krasses Ding, so wir sind irgendwie in die USA geflogen, um da mit den krassen Teams zu spielen. Genau, aber es war ganz anders politisch, entpolitisiert vielleicht auch. Genau, das hat mir irgendwann nicht mehr geschmeckt und dann bin ich wieder zurückgekommen und spiele jetzt nur noch in Potsdam. Genau, und zu mir persönlich, ich habe mir Sachen aufgeschrieben. Ich glaube, gut zu wissen ist, dass ich so eine ostdeutsche Sozialisation habe. Also ich bin in Sachsen-Anhalt geboren oder in der damaligen DDR und habe den Osten auch nie so richtig verlassen. Deswegen war es umso krasser für mich, irgendwo hinzureisen, um Sport zu machen. Genau, ich habe vor allem eine weiße Perspektive auf Sachen. Also ich habe erst so 2017, 18 angefangen, mich wirklich mit Rassismus zu beschäftigen. Was irgendwie zeigt, dass ich davor nicht in der Notwendigkeit war, irgendwie das zu machen, was ziemlich krass ist, weil da war ich schon so Mitte, Ende 20. Das ist so ein krasses Privileg. Und habe sonst in meinem Leben so viel Misogynie erfahren, Transfeindlichkeit, Homofeindlichkeit.
Und habe so aufgrund meines Körpers immer gedacht, Sport ist eigentlich nichts für mich. Weil ich war immer das dicke Kind in der Schule und alle waren irgendwie besser und keine Ahnung, irgendwie konnte ich mit meinem Körper nicht so viel anfangen. Und dann war es auch so ein krasser Moment irgendwie zu merken, so, hey, ich kann irgendwie einen Sport machen und ich kann einen krassen Sport machen, ich kann darin sogar gut werden. Wow. Danke, Derby, für dieses große Feld an Selbsterfahrung. Ja, vielleicht erstmal so weit. Fabian, wer bist du? Ja, danke für die Überleitung. Genau, hallo, ich bin Fabian und bin jetzt aus Hamburg zugeschaltet, wo ich auch wohne und sitze in meinem Büro an der HAW Hamburg noch. Da bin ich gerade noch Lehrbeauftragter, weil ich ganz frisch gewechselt bin an die Uni Siegen. Und weil ich noch Lehrbeauftragter bin, darf ich noch das Hamburger Büro benutzen, bis das ausläuft. Genau, und damit ist schon ein Teil gesagt. Ich bin auch akademisch sozialisiert und arbeite auch noch recht viel in Akademie auf der halben Stelle. Habe bis vor kurzem hier an der HAW vor allen Dingen Sozialarbeitspolitik gemacht. Das ist auch so ein bisschen mein Zugang, einer der Zugänge zum Sport. Und mein Hauptzugang ist, dass ich den Bildungsort oder das Lernzentrum beim FC St. Pauli leite. Oder konkreter gesagt, es ist nicht beim FC St. Pauli angekoppelt, sondern beim Museum 1910 e.V. Das Museum hat einen eigenen Trägerverein. Falls sich da jemand fragt, warum, das hat auch so ein bisschen Gründe, wenn man mal auf- oder absteigt oder sowas, ist es immer von Vorteil, nicht immer an den Kernverein gebunden zu sein. Genau. Und auch noch viele andere Gründe, es ist nämlich ein Projekt aus der Fanszene. Und so weiter und so fort. Genau, und dort bin ich verantwortlich für die, also zusammen mit meiner Kollegin, wir teilen uns das auf und haben, vielleicht sage ich kurz was dazu, sind Teil des Lernort-Stadion-Programms, wo eben Schulklassen wöchentlich kommen und bei uns verschiedene Workshops buchen. Wir haben im Moment vier, die wir anbieten. Der Klassiker, der eigentlich in 90% der Fällen gebucht wird, ist einer, den wir, der heißt Verein Stärker. Da geht es hauptsächlich um gruppenbezogene Menschenfeindlichkeiten, Diskriminierung und diese Aspekte, dass wir dann am Beispiel Fußball aufziehen. Aber wir haben auch einen Workshop zur Geschichte des FC St. Pauli im Nationalsozialismus. Der wird in letzter Zeit häufiger gebucht. Das hat sich jetzt rumgesprochen. Das ist ziemlich cool, weil der lange Zeit nicht gebucht wurde. Und ganz neu oder auch nicht mehr so neu haben wir noch einen, der heißt Liebe, Sex und Fußball und genau, dreht sich ziemlich genau um diese Themen, die da auch drinne sind und ja, soll eben auch auf Gender-Perspektiven und alles, was damit eben auch im Fußball zusammenhängt, sensibilisieren und ganz neu, da sind wir ziemlich stolz drauf, dass das geklappt hat, haben zwei Schülerinnen einen Workshop zu Nachhaltigkeit entwickelt. Der, ja, genau, der jetzt demnächst starten wird. Der lief auch schon mal eine Weile, ist jetzt überarbeitet worden. Also die haben den vor einer Weile gemacht. Wir machen da jetzt gerade wieder ganz viel neu dran. Genau, das ist mein beruflicher Background. Und sonst kann ich gerne auch noch kurz was zu mir persönlich sagen. Ich komme auch aus Ostdeutschland, bin zum Studium nach Hamburg gekommen und kann bestimmt ein paar Sachen auch teilen, die Hux gerade gesagt hat. Also auch eine weiße, ostdeutsche, männliche Biografie-Erfahrung in Ostdeutschland gemacht, habe mich da immer relativ viel auch in politischen Sachen, ich sag mal, die jetzt nicht so viel mit Parteien zu tun hatten, engagiert und glaube, dann können einige was mit anfangen. Genau, und war eher in solchen Sachen unterwegs und das hat mich irgendwann dann, wie das immer so ist, auch zum FC St. Pauli gebracht. Also immer wenn die in Ostdeutschland gespielt haben, in Jena oder so, dann bin ich da hingefahren, um FC St. Pauli zu gucken, wie man das halt als junger Punker so gemacht hat. Und so bin ich dann dazu gekommen. Habe dann, als ich Pädagogik in Hamburg studiert habe, irgendwann im Nachwuchsleistungszentrum einen Job bekommen, so einen kleinen Nebenjob, also vielleicht aus heutiger Sicht muss man das sehr kritisch sehen, vielleicht auch ein bisschen als weiße Person gemacht zu haben, aber zur rassismuskritischen Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum, wo es um die Zertifizierung ging. Also das war damals, gibt es auch immer noch, also es gibt immer so Präventionsprogramme, die Nachwuchsleistungszentren machen und das habe ich mit ein paar KollegInnen zusammen gemacht. Und dann hat das Museum irgendwann gefragt, hättest du nicht Lust, sowas auch bei uns zu machen? Und so kam ich dann zu BAM. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Also BAM, Bildung am Millerntor, ist unser Lernort. Genau. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben. Tut mir leid. Nein, vielen Dank. Ich fand das super. Wir haben jetzt schon ganz viel von euch erfahren und genau, wir haben euch ja genau deswegen eingeladen, wegen der Erfahrungen, die ihr sowohl im Bildungsbereich habt, als auch im Sportlichen. Ausgangspunkt für dieses Themas, vielleicht kann ich das noch vorweg schicken, eine Aussage, die ich im Zuge meiner Forschung für meine Dissertation von einer Schülerin gehört habe, die zu mir gesagt hat, dass sie findet, dass so Schule und Musik ist so selbstverständlich an der Schule. Dafür gibt es immer eine AG, also entweder ein Chor oder eine Band oder ein Badminton oder Volleyball-AG oder so. Und wir haben uns in diesem Projekt mit der politischen Selbstorganisation von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Und sie hat halt gesagt, so eine politische AG, sowas gibt es irgendwie nicht. So. Aber Sport und Musik gibt es immer. Und ich fand das sehr eindrucksvoll, wie sie das beschrieben hat, wie sie das auch reflektiert hat. Und gleichzeitig kam mir aber auch der Gedanke, ich kenne auch so viel so hochpolitischen Sport. So. Also man könnte es ja vielleicht sogar verbinden. Habe damals direkt an Roller Derby gedacht. Ich habe euch auch mal live sehen dürfen und habe an diesen Sport und diese Sportart gedacht und gleichzeitig ganz viel an diese Diskussion, die wir ganz oft hier erleben. Also Sport sei unpolitisch und allein das ist ja, finde ich, schon immer so hochpolitisch. Ne? Also wenn das rund um Olympia so behauptet wird oder jetzt gerade aktuell bei der WM. Genau, deswegen kamen wir so auf die Idee, euch beide einzuladen, mit euch darüber so ins Gespräch zu kommen, wie politisch ist eigentlich Sport, wie politisch kann er sein und wie kann das organisiert sein in einem Verein, vielleicht auch eine ganz spannende Bildungserfahrung sein. Genau, darüber würden wir gerne mit euch sprechen und wir kommen aber nicht drum rum, ihr müsst euch nicht beide dazu positionieren, wenn ihr es nicht wollt, aber bei Fabian befürchte ich fast, bin mir fast sicher, dass er eine Position dazu hat. Wir sprechen heute am 21. November miteinander. Gestern hat die WM angefangen in Katar, also so ganz unpolitisch, wie so Sport halt ist und Fußball. Wie siehst du das? Guckst du die WM und findest du auch, dass das unpolitisch ist? Also ich vermute, die Frage war jetzt an mich gerichtet als erstes. Genau. Naja, ich glaube, das ist, nein, also ich gucke sie nicht und habe auch andere WMs nicht geguckt, einfach aus dem Grund, dass ich auch nicht so richtig viel mit der Konstruktion Nationalstaat anfangen kann und mich das auch immer nicht so sehr interessiert hat. Also einfach, ich will das jetzt, ich sag mal, nicht sagen, dass es super schlecht wäre, aber ich interessiere mich einfach mehr für Fußballteams und für die Geschichten, die dahinter stecken. Also dementsprechend konnte ich mich so in diese ganzen Nationalmannschaften nie so richtig reindenken und das hat mich auch nicht sonderlich viel interessiert, aber diesmal würde ich es auch quasi einfach aus der Überzeugung der Toten, die es dort gab, der Unterdrückung, die es für die Menschen vor Ort gibt, einfach nicht machen und finde auch einfach, also das, was man so an Schauspiel und an dem, was da abläuft, einfach jetzt schon mitkriegt, schreckt es mich halt einfach auch immer mehr ab und bestätigt ganz viel von dem, was viele befürchtet haben. Auf der anderen Seite bin ich auch ein bisschen überrascht, wer das denn alles guckt oder wer dann doch sagt, ach naja, komm, es ist ja doch Fußball und wir sollten da dabei sein. Aber ja, aus guten Gründen finde ich irgendwie die allein die toten GastarbeiterInnen, die dann irgendwie den Weg dahin pflastern, sind Grund genug, das nicht zu gucken. Und würde das auch, ich glaube, man muss es nicht noch mit mehr Gründen untermauern, sondern es gibt so vieles davon und es alles zu sagen, würde jetzt viel Zeit wegnehmen. Aber ich glaube, dass da noch dazugekommen ist, wie das kommuniziert wird, dass sie alle natürlichen Todes gestorben seien und so weiter und so fort. Also die vielen Lügen und auch das Verschleiern, was da noch mit dahinter kommen macht, ist einfach noch mehr lehnt, ist, man muss es einfach ablehnen, finde ich, ein Stück weit. Und sich aber natürlich kritisch dazu positionieren, deswegen finde ich es gut, dass es jetzt relativ viele Veranstaltungen da gibt. Es haben ein paar Lernorte aufgegriffen. Es gibt ganz viele Fanszenen aus den Fußballvereinen, die dazu was machen. Und da nehme ich so eine gewisse Einheit wahr, die ich irgendwie ganz cool finde, auch wenn es natürlich immer viele Differenzen zwischen den Fanszenen gibt, scheint das ja was zu sein, was auch nicht so plump irgendwie jetzt zwischen allen getragen wird, sondern auch mit ein bisschen Kreativität und Kritik vor allen Dingen. Genau, also deswegen, und ich finde nicht, dass man das unpolitisch sehen kann, was da alles passiert, weil es ist, sei es halt einfach eine Verbandspolitik, die
weiß nicht, ob man Korruption noch als Politik bezeichnen wollte. Da seid ihr vielleicht die besseren Ansprechpartnerinnen. Da fehlt mir der theoretische Background. Aber ja, es ist irgendwie ein Ausdruck für die Welt, in der wir gerade leben, wo Politik irgendwie sehr viel damit zu tun hat, wer für was bezahlt. Und ich hoffe, Hux kann dazu was ergänzen. Oder wirst du wahrscheinlich. Genau, also so richtig ergänzen kann ich auch gar nicht. Ich habe Steve im Vorhinein schon gesagt, ich gucke gar keinen Fußball, ob WM oder irgendwas anderes, I don't care. Obwohl meine Freundin seit sehr vielen Jahren Fußball spielt. Ich habe ein Fußballspiel gesehen. Und da stand ich am Platz und habe gejubelt. Aber that's it. Ich habe gar keine Ahnung. Ich verstehe gar nicht, was da passiert. Anderen Leuten geht es so, wenn sie Derby gucken. Genau, was ich aber total spannend finde, ist, Fabian, dass du sagst, dass so Bildungsräume aufgemacht werden dazu. Das ist richtig cool. Also vor allem, um sich irgendwie mit Situationen von Gastarbeitern irgendwie auseinanderzusetzen und so, wie, was für krasse Auswüchse irgendwie so Ausbeutung und Kapitalisierung von Sport irgendwie nimmt. Und gleichzeitig, ohne in so ein Whataboutism reinzukommen, bin ich total genervt von dieser Überheblichkeit, mit der darüber geredet wird. So, ach, die da drüben, die sind queerfeindlich. Stellt euch vor, da ist Schwulsein noch illegal. Und die da drüben, die beuten ihre Gastarbeitenden aus. Dann denkst du so, hä? Seid ihr bescheuert? Habt ihr mal auf ein Spargelfeld geguckt oder in eine Fleischindustrie oder... Es gibt immer noch ein transsexuellen Gesetz in Deutschland, das irgendwie aus dem letzten Jahrtausend ist und unfassbar diskriminierend. Also immer noch mal so kritisiert gerne, was irgendwo anders passiert, aber kehrt auch vor der eigenen Haustür. Und es ist so ein, ja, irgendwie so eine weiße Überheblichkeit, die da irgendwie auch mitschwingt. Das nervt mich. Und deswegen versuche ich alles da drumherum irgendwie auch auszublenden, weil das in meinem Alltag nicht gut reinpasst und ich dann immer so sauer werde. Rant Ende für diesen Moment. Das finde ich total interessant, was du sagst gerade, Hux, weil die Kritik, die ja gerade auch oft aufkam, ist, dass gesagt wurde, es interessiert uns jetzt in dem Moment, kurz vor der WM, da kommt das Thema auf, aber seit dem Moment, wo die WM an Katar vergeben wurde, oder in dem Moment war der Aufschrei jetzt nicht ganz so groß oder zumindest nicht in diesen letzten Jahren, dass ich dafür interessiert wurde. Und weil du den Vergleich gerade aufgemacht hattest mit Beginn der Corona-Pandemie, wo dann deutlich wurde, wie sind denn eigentlich die Lebensbedingungen für GastarbeiterInnen in der Fleischindustrie zum Beispiel, wie teilen sie sich die Zimmer und warum gibt es jetzt dort gerade so viele Infektionen und Gleiches bei Personen, die eben in der Landwirtschaft unterstützt haben, dann sind es immer punktuelle Momente des Aufschreis, aber wenig Interesse in der restlichen Zeit, so versuche ich es mal auszudrücken. Und deshalb finde ich es umso interessanter, was ihr macht, dahingehend, dass es Teil des Alltags ist. Also, dass man Menschen dafür sensibilisiert, dass es nicht einmal hinschauen ist, sondern dass es jeden Tag hinschauen ist. Deshalb würde ich super gern mehr über das erfahren noch, was ihr in euren Bereichen macht und inwiefern das zum Beispiel in Verbindung steht jetzt zu der WM in Katar. Ob wir das immer so zur WM binden können, das werden wir, glaube ich, dann im Laufe des Gesprächs noch sehen. Aber tatsächlich hat ja Fabian gerade schon einen richtig guten Bogen auch geschlagen zu seinem Forschungsthema. Vielleicht können wir damit mal starten. Also es hat eine, ich weiß gar nicht, ob das am Ende jetzt noch dein Titel ist, kannst du uns ja gleich mal verraten, aber zumindest, wenn man auf deine Homepage geht, dann sieht man dort, dass dein Promotionsthema Community-Owned Sports Clubs über Kommerzialisierung und Demokratiebildung im britischen Fußball. Das ist erstmal schon mal ein mega spannendes Thema. Und es passt natürlich super zu dem, womit wir uns hier beschäftigen wollen, nämlich wie können so Sportvereine auch Räume sein für Bildungserfahrung, Demokratiebildungserfahrung, Selbstbildungserfahrung. Erzähl uns doch mal, versuch mal dein jahrelanges Forschungsprojekt in ein paar Sätzen zusammenzufassen. Okay, ich versuche das
Jetzt ein sehr wilder Bogen, den wir gerade geschlagen haben. Ich versuche mich da kurz zu sortieren. Genau, also ich habe, vielleicht erkläre ich kurz, was Community-Owned Sportclubs sind, weil das, glaube ich, nicht unbedingt sich sofort erschließt. Ein Name, den man immer damit verbindet, ist der FC United of Manchester zum Beispiel, aber auch AFC Wimbledon, Exeter City oder Clapton Community FC. Das sind Vereine, Fußballvereine, die schon professionell spielen, in Großbritannien hauptsächlich. Also die meisten davon sind in England angesiedelt. Und das sind im Endeffekt Projekte, wo meistens, es gibt zwei Modelle, wie das entsteht. Fans kaufen ihren vor der Pleite stehenden Verein, der durch Misswirtschaft in Not geraten ist, auf und führen ihn danach als Genossenschaft weiter. Oder das andere Modell ist eben, das ist zum Beispiel bei Manchester passiert, Leute sind von Man United irgendwie weggegangen und also aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich weil sie den Verkauf nicht mittragen wollten, die Ticketpreise zu hoch geworden sind und haben einen Verein selber gegründet, den dann aber auch richtig als hundertprozentigen Mitgliedsverein. Oder Clapton Community ist noch so eine relativ neuer Verein, den ich ziemlich cool finde, also wo ich auch wirklich Fan von bin, wo auch es so war, dass der ursprüngliche Clapton FC wurde von London nach Milton Keynes verlagert, also 50 Meilen sind das, glaube ich, ziemlich weit weg, also mit dem Flixbus fährt man da eine Stunde zwischen hin und her und stellt euch vor, halt euer Verein wird da verlagert. Und diese Vereine werden im Gegensatz zu so gut wie allen anderen Fußballvereinen in England dann eben nicht als Kapitalfirmen geführt oder als Firmen geführt und die einer Person oder einer Firma gehören, sondern sie sind Mitgliedsorganisationen und damit sind sie die absolute Ausnahme im professionellen Fußball in England. Aus einer internationalen Perspektive sind sie es aber nicht, weil sie halt im Endeffekt ziemlich genau das abbilden, was wir in Deutschland als e.V. kennen. Was ja einige Fußballvereine noch sind. Da wäre nochmal ein anderes Thema, wie weit das auch ausgehöhlt werden kann. Und ich habe mir die angeschaut und einfach zu gucken, was macht das mit den Leuten, die in solchen Vereinen sind, wie politisiert die das, dass sie so einen, naja, ihren eigenen Verein führen. Und es sind sehr politische Vereine, also die auch, ist immer ganz witzig, ich habe irgendwann gefragt, weil überall, wenn man über die liest, steht, das ist die Revolution im Fußball, das ist der Sozialismus. Wie seht ihr das? Und es gab ganz nette Erklärungen. Manche haben gesagt, ja, klar, wir sind hier Fußballsozialismus und hatten so eine Auffassung. Andere haben gesagt, naja, ist die Strukturähnlichkeit von unserem Modell, das sieht von außen natürlich so aus und es ist auch ein cooles Genossenschaftsmodell halt eben, um den Verein zu führen. England hat eine starke Kopplung Vereinswesen und Genossenschaftswesen. Also das ist ganz spannend, weil es dann entstanden ist, als das Bier knapp wurde und die Pubs sich sozusagen als Genossenschaften organisiert haben und daher kommt das. Und ich habe da eben geschaut und da müsste ich jetzt noch kurz den theoretischen Background erklären, mit einer sehr, also es gibt die sogenannte Hamburger Schule der Demokratiebildung, die von dem Arbeitsbereich der Uni Hamburg Sozialpädagogik entwickelt wurde, die im Endeffekt davon ausgeht, theoretisch, dass ich in demokratischen Strukturen immer schon Demokratin sein kann und gleichzeitig mich als Demokratin bilde. Und kurz gesagt, ich versuche es mal einem Beispiel zu erklären. Die Theorie dahinter ist, eine 15-jährige Person kann im Endeffekt politisch nirgendwo wirklich mitreden. Sie kann nicht wählen, wenn sie nicht gerade in einer Organisation, die politisch aktiv ist, organisiert ist, kann sie das nicht. Aber ein Verein kann ein Sprachrohr, eine Schleuse in die lokale Community sein. Ich kann dort einen gewählten Posten übernehmen, ich kann mich einbringen, ich kann diskutieren üben. Ich finde Kompromisse, ich kann Demokratie als Regierungsform erfahren in Gremien, in Wahlen. Ich kann sie als Lebensform erfahren, gerade im Fußball oder im Sport generell. Sei es halt, dass man irgendwie einen Kompromiss findet, zu welchem Falafelladen man nach dem Training geht oder sowas. Also das sind so die Beispiele, die dann erzählt werden, wo die Leute sagen, und macht ihr Demokratie? Ja, wir machen immer Kompromiss, wo wir essen gehen oder so. Und im besten Fall, das wäre so meine Theorie, fällt das, oder die Theorie, die ich da übernommen habe, die ich da benutze, fällt das zusammen so ein bisschen als deliberative Demokratie. In den Teams wird irgendwas vorentschieden, auf den Vereinsgremien wird es dann abgestimmt. Ja, und das ist sozusagen das Projekt herauszufinden,
Wie können diese Vereine Spielraum sein dafür? Und ich kann das Ergebnis ja mal vorwegnehmen, auch wenn es nicht veröffentlicht ist. Das fällt denen schwer, weil sie aus diesem kommerziellen Spannungsfeld nicht rauskommen. Also ich war sogar ein bisschen erschrocken über die Ergebnisse, weil es einfach, also klar, ich habe mich davor zwar mit England beschäftigt, aber bin nie so intensiv in die Materie gegangen. Es einfach auch wirklich so ein Markt für Zertifikate ist, den die bedienen. Also da kommen Leute und werden aktiv, damit sie studieren können, müssen sie ein Ehrenamt ableisten. Da gibt es einen großen Sektor, der bedient wird. Und was halt gar nicht so viel vorzufinden waren, waren Leute, die gesagt haben, weil ich den Verein cool finde oder politisch dahinter stehe, bin ich hier aktiv. Sondern gerade der Bereich der Kinder- und Jugendarbeit, den ich mir angeguckt habe, der ist so, ach, keine Ahnung, es gibt aus der Pädagogik so ein schönes Beispiel, man hat es einfach perfekt vorgefunden. Die haben alle so eine pädagogische Einheit oder so ein Community Department heißt es. Die beschäftigen Sozialarbeitende, die dann wie so ein Helikopter in die Problemstadtteile einfliegen, dort ein paar Tore aufbauen und mit den Kids halt ein bisschen kicken und dieses ganze Potenzial, was ich vorher beschrieben habe, Erfahrung im Verein machen, das fällt hinten runter und das ist auch das, was wir in deutschen Vereinen sehen, dass das einfach verloren geht. Und ich glaube, ja, dass da halt viele Potenziale verpasst werden, also es gibt immer die drei Herausforderungen, die sage ich noch schnell, dann gebe ich auch gleich mal wieder ab, sonst habe ich zu viel Redezeit. Aber Familiarisierung ist so eine Sache, die wir beschrieben haben, ist, wenn die Vereine zu homogen werden, gar nicht mehr die Gesellschaft abbilden in ihrer Vielfalt und sich dann eh immer alle einig sind, weil es gar keine Konflikte mehr gibt. Das ist so die eine Herausforderung. Die zweite wäre Verbetrieblichung. Das habe ich gerade schon ein bisschen angerissen. Die Vereine werden zum Anbieter von irgendwas und sind gar kein Verein mehr. Zum Beispiel, weil sie mit Sport- oder Fitnesszentren konkurrieren. Und das dritte ist die Verschulung. Das ist in Deutschland halt da, wo die Ganztagsschule auf dem Vormarsch ist, werden Vereine manchmal sowas wie die Nachhilfezentren und übernehmen dieses ganze schulische Denken. Und ja, also die Kritik oder die Theorie-Richtung, aus der ich komme, hat eine sehr starke Kritik an Schule. Da können wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen gucken. Ja, so viel erstmal dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen Klarheit reingebracht. Absolut. Hux, du wolltest gleich was dazu sagen. Ja, ich wollte direkt eine Rückfrage stellen. Ich fand genau diese drei Spannungsfelder, die du am Ende benannt hast, total spannend. Und bin an dieser Homogenisierung hängen geblieben. Und frage mich, wodurch entsteht die? Weil ich schon auch dieses Bild von Vereinen kenne, das so, ich finde, ein bisschen weichgezeichnet ist von, das sind irgendwie die Räume, in denen man Demokratie erfahren kann. Es gibt Mitgliederversammlungen, alle können mitreden und dann wird gewählt und bla. Aber wie ich das praktisch erlebe, ist es, wenige Leute kommen zu Wort. Es sind meistens weiße alte Männer. Und wenn gewählt wird, habe ich die Auswahl zwischen einem Kandidaten. Und das, also so, genau, irgendwie, ja, Homogenisierung, aber wie passiert das eigentlich? Und ich glaube, ich habe auch so Theorien, aber die sind überhaupt nicht wissenschaftlich, sondern nur aus meiner Beobachtung. Aber da finde ich spannend, ob du dazu noch was sagen kannst. Also du kannst auch erstmal deine Vermutung äußern und wir können, also weil sozusagen, es gibt natürlich verschiedene Erklärungsansätze, aber der gängigste und auch der, den ich im Feld am meisten vorfinde, ist halt dieses, ich formuliere es mal so ein bisschen umgangssprachlich, man tut sich halt mit denen zusammen, die einem ähnlich sind und alle anderen sind auch immer so ein bisschen, naja, nicht eine Bedrohung, aber also ich habe ein schönes Zitat von jemandem aus einem Dachverband von diesen Vereinen, der halt gesagt hat, exakt wie du es gerade gesagt hast, dass quasi, der hat das so formuliert, also die Leute, die in diesen Vereinen aktiv sind, und das ging generell um Fußball, die sind 50, männlich und weiß. Und warum sollten die sich mit Frauen, Menschen mit Migrationsgeschichte oder auch mit Jugendlichen beschäftigen? Also warum sollten die, es gibt keinen Grund, sich das schwerer zu machen. Und damit ist nicht gemeint, dass die jetzt aktiv sagen würden, haben wir gar keinen Bock drauf. Es passiert halt nur einfach nicht. Es gibt auch diese Ausschlüsse. Das ist halt das Spannende. Also da ich die Theorie-Parts jetzt durchforstet habe, die Sportvereine stehen unter allen Vereinstypen immer noch als diejenigen da,
die einfach am offensten sind, wo du immer noch die meiste Diversität vorfinden könntest. Das muss man natürlich sehr differenzieren nach Stadt, Land und so weiter und so fort. Aber das fand ich jetzt relativ beeindruckend. Ich will jetzt keine Lanze nur für die Sportvereine sprechen und sagen, wir sollten die Kritik nicht sehen, sonst würden wir nicht mit den Kategorien auch arbeiten. Aber zum Beispiel die Mitte-Studie, die ja immer sehr kritisch ist, also sozusagen die, ich glaube, kennen die meisten, eigentlich sagt, okay, Sportvereine erfüllen im Großen und Ganzen die Rolle, die sie sich da setzen, die sie zugeschrieben haben, weil sie so offen, niedrigschwellig sind und vor allen Dingen von dem, was wir oft in Anführungsstrichen als gesellschaftliche Minderheiten bezeichnen, dann die meistgewählte Organisationsform sind. Und wenn sie die Rolle mehr anerkennen könnten, auch für sich, hätten sie ja total viel Potenzial. Und ich glaube, da sind sie auf einem guten Weg. Also die Deutsche Sportjugend hat zum Beispiel jetzt richtig coole Broschüren rausgebracht, die auch nochmal irgendwie sagen, hey, dieses Potenzial müsst ihr nutzen. Und was ich halt cool finde, da können wir uns bestimmt streiten, auch, dass es über so eine, wie formuliere ich es jetzt diplomatisch, damit wir uns nicht so doll streiten, aber die Theorie, also was ich das Charmante finde, ist aber trotzdem, dass sie diese demokratischen Strukturen haben und nicht nur politisieren. Also dass man das würde ich noch ein bisschen trennen. Da sind Steve und ich ja auch mal in dieser Gruppe, um das irgendwie auszuloten. Ich meine mit Demokratiebildung was anderes als politische Bildung. Also was sie erstmal haben, die Sportvereine selbst, der konservativste, sonst irgendwie was, Sportverein, wenn er demokratisch organisiert ist, bringt das Potenzial mit sich. Das ist nochmal losgelöst von der politischen Weltanschauung. Und das ist halt, glaube ich, was wir nicht aus dem Blick verlieren dürften. Das ist halt nicht der Verein mit den großesten roten Sternfahnen in der Fanszene, muss auch immer der demokratischste sein, sondern es ist vielleicht der politischste. Und das finde ich halt das Charmante, wenn das zusammenfällt, also eine Weltanschauung, die nicht auf, also die diskriminierungskritisch ist, ohne demokratische Struktur im Verein, wenn das matcht sozusagen, haben wir irgendwie cooles Potenzial für Demokratiebildung und politische Bildung. Ja, ich würde auch voll sagen, dass es so ein, also dass es auf jeden Fall das Potenzial gibt. Und das aber ja gefüllt werden muss. Mit einer Praxis. Mit einer diskriminierungskritischen Praxis, mit einer antikapitalistischen Praxis, mit einer inklusiven Praxis. Und ich glaube, da hakt es gerade immer noch so oft. Also ich kann viele Broschüren rausgeben und Banner irgendwo droppen und mir irgendwelche Sticker produzieren, aber damit habe ich noch keine Struktur verändert und damit habe ich keine gute Praxis etabliert. Und ich glaube, da gibt's noch so irgendwie eine Lücke gerade. Und ich finde es ganz spannend, wir hängen gerade immer wieder an so Begriffen wie politisch oder demokratisch. Ich würde sagen, nichts davon ist automatisch links. Und ein politischer Verein ist auch Energie Cottbus und die mag ich nicht. So viel weiß ich von Fußball. Die kommen hier manchmal nach Babelsberg und mischen alles so ein bisschen auf. Genau, also so zu schauen, macht das irgendwas demokratisch ist und demokratisch im Sinne von wählen, macht es das automatisch links oder emanzipatorisch oder selbstbestimmt? Und was braucht es vielleicht darüber hinaus? Ich würde, wenn wir sagen, Demokratie ist wählen gehen oder abstimmen, würde ich sagen, dann sind wir keine demokratische Gruppe. Wir wählen nicht. Wir stimmen auch nicht ab. Wir entscheiden Sachen im Konsens. Das heißt, wir sitzen zusammen und reden so lange, bis alle sagen, ja, ist cool. Oder feststellen, ach nee, es war eine scheiß Idee, lass mal nicht machen oder so. Wir haben keine VertreterInnen. Also so, wir machen irgendwie das, worauf wir Bock haben. Ohne super viel Strukturkram und ohne super viel Rollentrennung oder so. Alle machen irgendwie alles und alle machen das, worauf sie Lust haben. Und trotzdem würde ich sagen, sind wir eine linke Gruppe und eine politische Gruppe. Ich habe gerade zwei völlig unterschiedliche Bilder im Kopf, ehrlich gesagt, wenn ich euch zuhöre. Weil ich bei Fabian, als du gesprochen hast, dachte, das ist für mich so dieses klassische Bild vom Verein erstmal, wovon wir ausgehen, ne? Oder was in vielen Teilen bekannt ist. Wir haben auch die Brücke geschlagen zum Fußball. Wenn man jetzt nochmal aus ganz anderen Sportarten kommt, auch da, die sind in Vereinen größtenteils eben organisiert, ne?
habe ich die Strukturen nicht unbedingt, wenn es zum Beispiel schon gar keine Teamsportart ist. Ne? Weil dann habe ich vielleicht auch, dass bestimmte Personen gewählt werden in ihren Funktionen. Ne? Aber eine Trainingsgruppe entscheidet nicht unbedingt genauso wie eine Mannschaft, weil da IndividualsportlerInnen sind. Also das, ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Bilder. Und mir fällt es total schwer, mir vorzustellen, zum Beispiel, wie das bei euch tatsächlich ist, Hooks. Also ich habe nicht viel Ahnung oder gar keine eigentlich von Roller Derby. Vielleicht kannst du uns doch nochmal mitnehmen und auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du sagst, nee, bei uns ist das nicht so klassisch. Wie funktioniert Roller Derby? Wie seid ihr als Gruppe? Was macht da die Gruppe oder auch den Sport und den Verein aus? Genau, also im Wesentlichen ist es auch ein Teamsport. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen. Vielleicht hole ich erstmal so ein bisschen historisch aus und dann ergibt sich vielleicht so ein Bild. Roller Derby ist als Sportart in den USA 2001 neu entstanden, in Texas. Da gab es eine Gruppe an Frauen, die irgendwie sich diese unterschiedlichen Formate von Rollschuhfahren, die es in den USA gab, genommen haben und gesagt haben, wir machen da jetzt mal einen richtigen Sport draus. Davor war das viel so irgendwie performativ und es gab so gescriptete Wrestling-ähnliche Sachen und wenn man sich so alte Aufzeichnungen anguckt, ist das total witzig und spannend, aber hat tatsächlich mit so einem Sport in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, relativ wenig zu tun. Genau, und die haben dann angefangen, irgendwie sich erste Regeln auszudenken und zu überlegen, wie kann denn das funktionieren, wenn wir irgendwie zwei Teams auf Rollschuhen gegeneinander antreten lassen. Genau, das ist also auch im Kern. Also es treten immer zwei Teams gegeneinander an. Die bestehen aus so 12 bis 15 Leuten plus TrainerInnen und was da alles noch so rumspringen kann. Das Spiel ist mittlerweile in zwei Halbzeiten unterteilt. Die gehen jeweils 30 Minuten. Und diese Halbzeiten sind in kleinere Einheiten unterteilt, nennen sich Jams. Also jetzt kommt so viel englischer Kram, weil es halt aus den USA quasi importiert ist. So ein Jam geht maximal 2 Minuten. Und während eines Jams stehen pro Team 5 SpielerInnen maximal auf dem Track. Der Track ist die Bahn, auf der wir spielen. Das ist so eine ovale Bahn, die ist ganz flach. Es gibt es auch gebogen. Das machen nicht so viele, weil das Verletzungsrisiko extrem hoch ist und man muss sich immer erst so eine gebogene Bahn bauen. Aber ein paar von euch kennen das vielleicht aus dem Fernsehen. Whip It heißt der Film. Richtig guter Film, kann man mal gucken. So ein Hollywood-Klassiker quasi. Genau, also wir spielen das auf einer flachen Bahn und so ein Jam geht 2 Minuten. Höchstens. Der kann auch früher enden, aber das ist vielleicht ein bisschen zu viel Deep Dive in so Regeln. Und in diesen 2 Minuten können Punkte gemacht werden von der Person, die jammt. Die hat einen Stern auf dem Helm, also auf so einer Helmhaube und ist dadurch erkennbar als Person, die Punkte macht und macht Punkte, indem sie GegnerInnen überholt, die sogenannten BlockerInnen. Und die versuchen natürlich, das abzuwehren durch Körperkontakt. Dabei darf man quasi die Hände und die Arme nicht benutzen. Und man darf auch niemanden treten oder keine Kopfnüsse verteilen, sondern ich kann quasi nur mit meinem Torso und meinem Hintern und meinen Hüften irgendwie versuchen, Menschen davon abzuhalten, mich zu überholen und gleichzeitig meiner eigenen Person, die die Punkte macht, helfen, durchzukommen. Das heißt, auf den ersten Blick sieht das aus wie irgendwie ein verrückter Sport, wo viele Menschen aufeinander kleben und sich gegenseitig blocken. Und genau, das passiert, wie gesagt, so maximal 2 Minuten. Wenn die Person, die mit dem Stern auf der Helmhaube die Punkte macht, wenn die einmal durch ist, durch diesen Block an BlockerInnen, dann fährt sie eine Runde und kommt hinten wieder rein und kann dann nochmal Punkte machen. Es gibt ein 70-seitiges Regelwerk oder so. Das sind quasi so die Basic Basics. Warum ist dieses Regelwerk so absurd? Weil es von allen gemeinsam gemacht wird.
Das ist so eine der wichtigsten Grundlagen. Also es gibt einen Weltdachverband, der hat sich irgendwann so 2005 rumgegründet und der koordiniert quasi ganz viel in diesem Sport, was dann aus einem Weltdachverband quasi in die einzelnen Teams, die Teil dieses Verbands sind, aber auch in die Teams, die nicht Teil des Verbands sind, reinsickert, wie zum Beispiel die Regeln. Genau, und alle, die Teil des Verbands sind, können an diesen Regeln mitschreiben und Entwürfe reingeben und dann wird es irgendwie abgestimmt. Alle können sich da zur Wahl stellen, Vorschläge reingeben. Also das ist so ein wirklich basisdemokratisches Ding auf einer weltweiten Ebene. Und das ist was ich richtig geil finde, weil das so, wow, das hat richtig viel Potenzial und ist aber wie alles, was basisdemokratisch und selbstorganisiert funktioniert, sehr davon abhängig, wer da gerade ist und welche politischen Ansprüche, Haltung und so Ziele Leute mitbringen. Und es gab so Zeiten, da ist richtig viel passiert auf quasi dieser Weltdachverbandsebene. Die haben eine unglaublich gute Gender Policy herausgegeben. Das war der erste Verband, der weggegangen ist von, wir machen hier irgendwelche Hormontests oder irgendwer muss irgendwelche Chromosomen nachweisen oder weiß der Geier was. Sondern die einfach gesagt haben, uns ist das alles komplett egal, wenn du sagst, du identifizierst dich irgendwie mit diesem Weltdachverband, der Women's Flat Track Derby Association heißt, leider immer noch, aber es gibt so ein kritisches Auge darauf, dass eben nicht nur Frauen da drin sind, sondern auch super viele Transpersonen, nicht-binäre Personen, Interpersonen. Aber so irgendwie klar war, du identifizierst dich damit, dann ist uns scheißegal, ob du Testosteron nimmst oder Östrogen oder weiß der Geier was. Uns interessiert es nicht, spiel einfach mit und wir haben zusammen eine gute Zeit. Und für die meisten Cis-Männer ist relativ klar, dass sie da nicht eingeladen sind. Oder es wird ihnen im Zweifel klar gemacht, so. Genau, aber das war irgendwie ziemlich cool und das war nur möglich, weil irgendwie Leute sich dahinter geklemmt haben und das erkämpft haben und gesagt haben, wir wollen das, wir wollen ein Sport sein, der so ist. Lass uns das mal machen. Jetzt bin ich ins Labern gekommen, habe die Ausgangsfrage vergessen. Was ist das eigentlich für ein Sport? Ach so, wie wir als Gruppe organisiert sind, ist vielleicht spannend noch. Also das ist, was so auf Weltebene passiert. Und dann wird aber in den Ländern das halt ganz unterschiedlich nochmal strukturiert. Und in Deutschland gibt es den Bundesverband Roll- und Inline-Sport, bla. Und da angedockt ist Roller Derby auf einer Bundesverbandsebene. Die organisieren die Bundesliga. Und dann gibt's in den einzelnen Bundesländern auch noch so Rollsportverbände, die quasi dahin entsenden. Und in dem Rollsportverband ist man, wenn man in einem Verein ist, der Teil dieses Rollsportverbands ist. Also das ist so irgendwie, ja, manchmal viel so top-down, ein bisschen bottom-up, aber das kommt auch sehr darauf an, wer da wo wie sitzt. Wir sind als Gruppe irgendwann zum SV Babelsberg gegangen. Wir waren am Anfang bei einem Rollsportverein tatsächlich in Potsdam. Und die fanden aber nicht so geil, dass wir so politische Botschaften hatten. Und haben sich daran sehr gestoßen, dass wir irgendwie bei Facebook dann Sachen gepostet haben und gesagt haben, hier, weiß ich nicht, Rassismus ist scheiße und wir trinken lieber Bier oder so. Das war dann so unsportlich. Dann wollten die uns nicht mehr und dann sind wir zum SV Babelsberg gegangen. Und da sind wir eine eigenständige Abteilung und machen eigentlich unser Ding. Wir haben mit dem Verein nur zu tun, wenn wir uns streiten. Zum Beispiel über eine Gender Policy oder wie werden da eigentlich Mitglieder erfasst? Himmel, es gibt die dritte Option nicht erst seit gestern und ihr habt immer noch männlich und weiblich zum Ankreuzen in eurem Mitgliederformular mit der Begründung, der DOSB will das so. Wir müssen ja unsere Mitglieder an den Deutschen Olympischen Sportbund melden und weil der das so will, müssen wir das jetzt so erfassen. Das können wir jetzt leider nicht ändern. Mittlerweile hat sich da was getan, aber auch das ist erkämpft. So. Genau, und innerhalb dieser Abteilung machen wir eigentlich unser Ding. Wir machen irgendwie regelmäßige Teamtreffen, organisieren unsere Trainings selber, organisieren unsere Hallen selber, organisieren unsere Spiele selber, machen unser eigenes Fundraising, unsere eigene Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist so
Das ist richtig cool, weil wir alles selber bestimmen können. Aber es ist auch sehr viel Arbeit. Und das macht das alles wieder ein bisschen exklusiver. Ja, weil wer hat Zeit dafür? Wer kann sich das leisten, so tief in einem Sport irgendwie drin zu stecken, der auch körperlich sehr anspruchsvoll ist? Also er braucht auch einfach viel Training, weil, ihr könnt euch das vorstellen, wenn man sich irgendwie gegenseitig blockt und irgendwie zum Fliegen bringt, dann ist es gut, wenn man, also wenn da so ein paar Muskeln dahinter sind, weil sonst das Verletzungsrisiko einfach relativ hoch ist. Genau, also Potsdam ist nicht so groß, ich glaube, der größte Verein ist Berlin gerade mit ein paar hundert Mitgliedern, wir sind vielleicht so 20, 15, je nachdem. Das macht es vielleicht auch einfacher, Sachen einfach so im Gespräch zu entscheiden und in kleinen Runden. Ja, vielen Dank, Huchs, dass du uns einen Einblick nochmal, einen detaillierteren Einblick gegeben hast, was das für eine Sportart ist und wie ihr in Potsdam euch organisiert. Genau, wir haben euch auch deswegen eingeladen oder dich eingeladen, weil das eine, du hast selber auch gerade gesagt, sieht zumindest erst nach einer ziemlich verrückten Sportart aus. Sie ist nicht so in der Breite bekannt wie Fußball. Und sie ist aber, deswegen fand ich es so spannend, mit euch heute und mit dir hier nochmal zu sprechen, weil das eben auch zeigt, wie das ein Ort sein kann, an dem man aus ganz verschiedenen Gründen Lern- und Bildungserfahrungen macht. Also politische, du hast es so beschrieben, dass ihr eine sehr politische Gruppe seid, euch auch als politische Gruppe begreift, aber genau, auch unabhängig von der politischen Schwerpunktsetzung hat es Fabian ja gerade auch beschrieben, dass das Organisiertsein im Verein auch einfach eine Demokratieerfahrung sein kann. Und auch da ist das euer organisiert sein bei den Roller Derbys in Potsdam ja speziell, wenn ihr das so basisdemokratisch macht, wenn ihr es mit weniger Delegieren, mit weniger deliberativer Demokratie macht, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Art quasi von Demokratieerfahrung. Genau, deswegen war das für uns ganz spannend, so diese verschiedenen Perspektiven zu beleuchten mit euch heute aus dem Sportverein, aus dem Fußballverein. Vielleicht magst du noch mal ganz kurz sagen, wie ihr eigentlich heißt in Potsdam und warum ihr so heißt? Derby spielt viel mit Namen. Also Menschen haben zum Beispiel einen Derby-Namen. Am Anfang war das bei vielen Leuten einfach der Punker-Name, der sich so, weil die ersten Spiele so illegal waren, hat man halt den Punker-Namen genommen, damit nicht alle wissen, dass man so im Untergrund quasi unterwegs ist. Genau, und auch Teams suchen sich so ihren eigenen Namen aus und oft ist das irgendwie eine Referenz auf die Stadt. Also es gibt zum Beispiel Red City, das ist Baltimore, oder Windy City oder Rainy City. Und wir saßen irgendwann bei einem Schnaps zusammen und haben überlegt, was finden wir an Potsdam eigentlich nervig? Und das sind vor allem die Bonzen. Und Bonzen kann man übersetzen als Fat Cats. Und das fanden wir irgendwie witzig. Wir waren da nur zu dritt, da waren wir noch nicht so viele. Und wir hatten viel Schnaps getrunken. Genau, und dann war so, okay, was passt irgendwie dazu? Preußen nervt uns auch. Und deswegen haben wir uns Prussian Fat Cats genannt. Als satirische Anspielung auf Preußen und Bonzen sind irgendwie kacke. Und dann nehmen wir uns das, eignen uns das vielleicht irgendwie ein Stück weit an und machen das auch so ein bisschen lächerlich. Genau, das wusste ich natürlich, deswegen habe ich jetzt nachgefragt und wollte damit auch noch so aufzeigen, wie das ja auch eine Lernform sein kann, die gar nicht so bewusst so didaktisiert ist, wie das Schule so gerne macht, sondern eben aus sich selbst heraus entspringt, aus der Gruppe heraus und dann ja vielleicht auch Lernanlässe, Bildungsanlässe sozusagen schafft, Gelegenheiten für andere, sogar vielleicht für Menschen, die gar nicht bei euch im Verein sind oder gar nicht mit euch mittrainieren, aber euch eben sehen, den Namen sehen, irritiert werden davon und so. Und das fand ich total spannend, als ich das erste Mal wahrgenommen habe. Und trotzdem gibt es natürlich auch, also Helene und ich kommen eher so aus dem formalen Sektor, aus der Schule, aber auch in Vereinen quasi nonformal, aber organisierte Bildungserfahrungen. Und da würde ich jetzt gerne nochmal so den Bogen schlagen wollen von dem quasi so selbstorganisierten bei euch in Potsdam zu den organisierten Lernerfahrungen im Verein. Also Fabian hat es gerade schon angesprochen, dass er
nicht nur forscht in dem Feld, sondern auch als Bildungspraktiker sozusagen unterwegs ist. Bildung am Millerntor ist das Projekt, in dem du dich engagierst. Genau, und ich würde den Bogen zu dir gerne schlagen über eine Erfahrung, die ich kürzlich gemacht habe. Ich darf gerade ein Projekt für die Landeszentrale für politische Bildung evaluieren. Da geht es auch um Beteiligung in Sportvereinen, Beteiligung und Bildungserfahrung. Einer von diesen roten Sternvereinen, wie du es vorhin gesagt hast, der heißt tatsächlich auch so. Und da hat der Bildungsreferent, mit dem ich da länger gesprochen habe, geschildert, wie herausfordernd das ist, auch so Bildungserfahrungen zu organisieren, weil eben die allermeisten nicht wegen der Bildungserfahrung in den Verein kommen, sondern weil sie zusammen Fußball spielen wollen, boxen wollen oder was auch immer sie gerne im Verein machen wollen. Und trotzdem die Vereine oder einige Vereine diesen Anspruch haben, wir wollen nicht nur Sportverein sein, sondern wir wollen eben auch sein Verein, ein Raum sein, in dem man eben auch Bildungserfahrungen machen kann, in dem man sich auch mit so Fragen von Ausschlusserfahrungen, von den Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts auseinandersetzen. Und ich fand es ganz spannend, wie er das beschrieben hat und wie das dann am Ende immer gut klappt, wenn man dann so ein paar Menschen überzeugt hat, mitzumachen bei irgendeiner coolen Wochenendveranstaltung an einem Bildungshaus, Bildungsort. So, dann sind am Ende irgendwie alle glücklich, dass sie da waren. So. Aber sie erstmal dahin zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und genau, deswegen würde mich das interessieren, wie das so dein, also Sportverein als Bildungserfahrung, wie da deine Erfahrungen bei Bildung am Millerntor. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was das ist und genau, was ihr da macht. Genau, also Bildung am Millerntor ist aus dem bundesweiten Lernortstadionprogramm. Also das Konzept ist erst einfach mal Schulklassen aus sogenannten benachteiligten Stadtteilen, vor allen Dingen auch nicht die Gymnasialklassen in Stadien zu holen und den Fußball dort als sozusagen als Träger oder als Transformationsriemen, ist immer so eine schöne Metapher, die da genommen wird, zu nutzen und zu sagen, lass uns mal über Rassismus, lass uns über aber auch schlechte Arbeitsbedingungen in Sport, Kleidungsbusiness oder sowas sprechen. Und ich versuche es mal an so einem Beispiel zu machen. Wenn wir jetzt über den GMF, also gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeitsworkshop, kommen. Dort ist es so, dass ein großer Bestandteil ist zum Beispiel, wir gucken uns Banner, Tapeten, Werbung aus dem Fußball an und haben vorher mit den Schülerinnen und Schülern die verschiedenen Kategorien gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit erarbeitet. Dann liegen da eben die Kärtchen, Antisemitismus, Antiziganismus, Sexismus, ganz viele, die wir vorher dann erarbeitet haben. Und dann hat jemand halt zum Beispiel ein Foto, wie, wenn sich da noch jemand dran erinnert, ich glaube, das war sogar Cottbus, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, das große Banner Juden Dynamo zum Beispiel hochgehalten. Und dann gucken sich das die Schülerinnen und Schüler an und ordnen das der Kategorie zu und wir reden dann drüber, wie kommt das? Also das ist der Abschluss unseres Workshops. Wir gucken uns vorher an, wie entstehen Klischees. Es gibt Übungen, die erstmal sowas erzeugen. Lerneffekt, ich gehöre zu einer großen oder kleinen Gruppe in der Gesellschaft. Das ist eine ganz coole Methode, die heißt Ich und nicht, die wir da benutzen. Und wir kommen so stückchenweise dahin, um dann aber wirklich diese ja real existierenden Sachen, oder es gibt auch so Werbung für die Frauenfußball-EM, des Fußballs der Frauen, die von 2013 noch so eine Werbung vom ZDF, wo die Spielerin auf der Waschmaschine sitzt oder sowas. Solche Bilder haben wir da drinne, eben die dann diskutiert werden. Wie empfindet ihr das? Dann wird auch nochmal deutlich, es gibt auch ganz viele intersektionale Kategorien, also sozusagen, wo man es nicht richtig zuordnen kann. In welche Diskriminierungsform gehört es, das wird dann auch noch mit diskutiert. Und so sensibilisieren wir eben erstmal dafür, das zu erkennen. Das sind sehr basic Einstieg-Workshops, weil, und da kommen wir jetzt dazu, ich würde es nicht sagen, dass es Bildung im Verein ist, sondern wir als Verein sind Bildungsanbieter. Das muss man auch so sagen, das kann man auch kritisieren, aber man kann es auch gut finden. Ich finde es cool, dass wir das machen. Also klar, wäre oft blöd, wenn ich es nicht gut finden würde, aber mein Kollege Stefan Hebenstreit hat das, er hat früher den Lernort bei Eintracht Frankfurt geleitet, er hat das mal so nett formuliert, er meinte ja, alles, was scheiße ist und dumm ist, findet halt beim Fußball statt.
Und ich glaube, das fängt irgendwie an bei irgendwelchen blöden sexistischen Beleidigungen bis hin eben zu dem, was jetzt bei der WM passiert. Und es wäre ein Fehler, wenn wir da nicht wären mit politischer Bildung. Also weil uns wird immer vorgeworfen, ihr seid ja von den Verbänden mitfinanziert, ihr seid vielleicht gar nicht kritisch genug. Und wir können aber erst ein Umfeld schaffen, wo wir richtig schnell einen Zugang finden. Also es funktioniert richtig schnell und wir nehmen die mit, die sich sonst nicht so sehr dafür interessieren, was an formalisierter politischer Bildung in der Schule angeboten wird. Das ist einfach ein Effekt, den wir immer wieder haben, weil auch alle finden sich da drin zurecht. Ich will nicht sagen, dass man muss halt immer aufpassen, wenn man schnell dahin kommt, dass man sagt, oh, die Kids interessieren sich gar nicht für Politik und wir kommen jetzt mit dem Fußball und bringen das so hintenrum rein. So ist es nicht gedacht. Aber ein Stück weit schon halt ein Öffner, sich mit Sachen zu beschäftigen. Und genau, was wir halt nicht sind, ist, wir sind keine Kinder- und Jugendstruktur in einem Verein. Also wir sind all das nicht, was wir vorhin besprochen haben. Die können bei uns keine demokratischen Erfahrungen machen. Das, also nicht, wie wir sie vorhin besprochen haben, sondern sie setzen sich mit Politik auseinander. Und das kann dann aber was sein. Und da arbeiten wir gerade sehr dran, nicht nur mit Schulen zu arbeiten, sondern auch mal Sportvereine zu uns zu holen. Denen bieten wir das jetzt auch, also wir bieten das ja eh kostenlos an, aber denen bieten wir es gezielter nochmal an, dass sie kommen können, um vielleicht auch Themen mit uns da zu wälzen, die sie in ihren Vereinen beschäftigen, wie wir es vorhin besprochen haben. Warum sind wir eigentlich so homogen? Wir hatten jetzt auch so Sachen, das fand ich relativ spannend, so eine ganze Debatte darum, warum bestimmte Ultraszenen auch eigentlich so weiß sind und sich da wenig Menschen mit Migrationsgeschichte organisieren. Ich weiß gar nicht, ob das statistisch so stimmt, sondern es sagen halt immer alle, wir nehmen das so wahr, aber ich kenne auch leider keine Statistik, wo man das mal nachgucken könnte. Wenn ihr da was wisst, wäre sehr cool. Aber auf jeden Fall kamen wir dann auch zu dem Ergebnis, na gut, es gibt aber auch relativ viele Vereine, denen Leute noch folgen aus dem Background, aus dem sie kommen. Vielleicht sind sie dann halt nicht Fan von dem Lokalverein in der Stadt, in der sie jetzt gerade wohnen, sondern haben vielleicht, also wenn die Kids zu uns kommen und wir die Vereine abfragen, dann haben wir eigentlich kaum, sehr selten Vereine aus Deutschland dabei, von denen die Fans sind, weil sie halt irgendwie die Vereine der Eltern noch cool finden und sowas. Und das, jetzt habe ich auch den Faden verloren, tut mir leid, genau, aber ja, sozusagen, ich komme mal wieder dahin zurück. Also wir machen auf jeden Fall, können die jetzt nicht bei uns aktiv werden. Wir haben jetzt ein bisschen Jugendleiterschulungen gemacht und auch Kids, die jetzt bei uns teamen, ausgebildet, weil wir würden das sehr gerne an Kinder und Jugendliche übergeben, das Projekt. Weil das wäre für uns sozusagen immer wieder eine Diskriminierungskategorie, die vernachlässigt wird, dass denen das nicht zugetraut wird. Da arbeiten wir gerade dran und da sind wir auch, glaube ich, so ein bisschen mit einer der ersten Standorte, die das machen. Und ich glaube, die Leute können dann wiederum demokratische Erfahrungen bei uns machen und der Rest kommt halt und lernt was über Politik und das ist auch cool. So würde ich unsere Arbeit zusammenfassen. Und dass das jetzt beim FC St. Pauli stattfindet, ist ein bisschen eine dankbare Umgebung natürlich. Also es kommen Leute zu uns, weil sie genau das erwarten, dass sie dann da dieses weltoffene und was es da für Codes gibt, wie wir alles sind. Und wir würden es aber auch immer so drehen und sagen, naja, der FC St. Pauli ist jetzt auch kein Raum, in dem das nicht alles auch stattfinden kann. Also du kannst genauso als Frau kannst du angetatscht werden, wenn du in der Kurve stehst, du kannst genauso auch bestimmt rassistisch beleidigt werden, das sollte man dann halt immer mitdenken und das ist halt manchmal auch ein bisschen die Herausforderung, dass es glaube ich, dieses Klischee auch über unseren eigenen Verein abzubauen oder den Verein, an dem wir angekoppelt sind, man muss es immer ganz korrekt sagen, weil wir ein eigener Trägerverein sind, genau. Hat das deine Frage so ungefähr beantwortet? Ehrlich gesagt, super beantwortet und also das muss man vielleicht als Disclaimer hätte man es vielleicht früher schon sagen sollen, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und aus einem Forschungsnetzwerk, wo wir über Demokratiebildung und politische Bildung reden und schon mehrmals mehrere Tage dazu ausgetauscht haben und erst jetzt wird mir noch mal einiges klarer, also dass Demokratiebildung eben im Verein stattfindet, auch wenn der überhaupt nicht politisch sein muss und politische Bildung aber zum Beispiel bei eben sowas wie Bildung am Millerntor stattfindet
was gar nicht Demokratiebildung sein kann, in eurem Verständnis sozusagen mit der Hamburger Schule, weil der Ort eben nicht einer ist, an dem man demokratisch partizipieren kann, ist mir jetzt nochmal klarer geworden als ohnehin schon in unseren Diskussionen. Deswegen fand ich das ganz cool als Austausch. Hooks, ja, gerne. Ja, aber Fabian hat auch das Mikro aufgemacht, vielleicht, wenn du direkt darauf antworten willst. Ich hätte noch so eine provokative These hinterhergeschoben, aber darf ich kurz? Mach mal. Genau, also ich würde sogar, das habe ich jetzt auch nicht selber geschrieben, ne? Das haben die Profin unserer Hamburger Schule geschrieben, aber eine steile These, die ich teile. Demokratiebildung ist immer politische Bildung, aber politische Bildung ist nicht immer Demokratiebildung, weil auch ein autoritärer Staat kann ja seine sozusagen seine Bevölkerung politisch bilden. Und klar kann ich dann sagen, wenn ich einen kritischen Begriff von politischer Bildung habe, dann passt es wieder. Aber sozusagen, es ist schwer, also wenn wir wirklich diese demokratischen Strukturen haben, und da fand ich das richtig cool von Hooks auch das Beispiel, dass man sich sozusagen über diesen lokalen kleinen Verein die ganze Welt reinholt eigentlich und da interagiert, dann kommst du ja an Politik gar nicht vorbei. Oder also euer ganzes Projekt ist ja sozusagen trieft ja von Politik, wenn man das so sagen darf. Aber das muss ja gar nicht so ein Projekt sein, sondern selbst wenn ich jetzt sage, ich gehe für meinen kleinen Volleyballverein, der jetzt sagt, ich bin nicht politisch irgendwo auf eine Versammlung und es wird drum gestritten, welche Halle können wir bespielen in der Lokalpolitik, dann ist es ein bisschen langweilig, aber es ist auch Politik. Und das war so ein bisschen mein Argument. Und ja, jetzt, ja, wie gesagt, ich weiß, also ich würde nochmal dabei bleiben, dass Demokratiebildung das Politische immer beinhaltet und andersrum muss es nicht zwangsweise so sein. Voll, also kann ich voll gut zustimmen, finde ich gar nicht provokant, die These. ich dachte gerade noch so, ich habe so ein Aber, was sich so in mir aufstaut, mit so Vereinen als Räume, um Demokratie zu erfahren. Ich würde sagen, immer noch, ja, Vereine haben das Potenzial dazu, aber besonders Kinder und Jugendliche erleben in Vereinsstrukturen auch eine krasse Machtlosigkeit. Da passieren so viele Übergriffe, da passiert so viel Scheiße. Und für die ist es noch schwerer, sich selbst zu organisieren, weil sie das eben nicht lernen, weil sie in der Schule überhaupt nicht darauf vorbereitet werden, sondern dass ein krass hierarchisches System ist, weil es eben keine AG-Selbstorganisation gibt. Und woher soll das im Verein kommen? Da braucht es die Erwachsenen, die die Strukturen schaffen, die sensibel genug sind, die aware genug sind, die immer wieder kritisch auch auf die eigenen Leute drauf gucken. So, und das, da geht es nicht nur um irgendwie sexuelle Übergriffe, sondern überhaupt, wie mit Kindern und Jugendlichen umgegangen wird. So, das ist eine krass marginalisierte Gruppe in unserer Gesellschaft, die immer wieder hinten runterfällt, wie du sagst, Fabian. Genau, und da irgendwie sich selber nochmal mehr in die Verantwortung zu nehmen und auch andere mehr in die Verantwortung zu nehmen und Bildung auch dazu zu machen und in andere Vereine reinzuwirken. Wenn ich als Verein mich hinstelle und sage, oh, ich habe es geschnallt, ich mache hier das mega coole Programm und das aber keinen Effekt hat und keinen Impact irgendwie auf andere Strukturen, auf andere Vereine, andere Verbände, dann ist das nett, aber es bleibt in diesem kleinen, in dieser Konservendose irgendwie drin. Und gleichzeitig sind wir alle nicht immun, auch nicht die coolen Vereine oder die coolen Verbände oder die coolen Sportarten immun gegen Rassismus, Transfeindlichkeit, Bodyshaming, Adultismus, bla, so die ganze Kacke, die uns irgendwie in die Wiege gelegt wird oder schon vorher irgendwie mit uns eingetrichtert wird oder irgendwie uns begleitet, das fällt ja nicht einfach ab, nur weil ich auf einmal einen coolen Sport mache. Und das ist, also ich kann sagen, für Derby und für mich ist das eine extreme Bereicherung, genau diese Verbindungen in den Weltverband zu haben und zu anderen Teams, die auf der ganzen Welt auch an einem ganz anderen Punkt sind, als sag mal, hier in Deutschland, in großen Anführungsstrichen so. Aber es gibt irgendwie ein Team in Ditness, das sich zum World Cup 2018 geformt hat, nachdem Leute festgestellt haben, wir werden hier gar nicht gehört. Wir sind irgendwie Indigenous People in Australien, Neuseeland, in den USA und wir haben hier gar keine Stimme, weil nur weiße Rich People in unseren Vereinen sind und unsere Teams dominieren. Wir machen jetzt unser eigenes Ding und treten zum World Cup an
und machen da auf Sachen aufmerksam. Das ist mega schmerzhaft, sich dadurch zu kämpfen. Und das ist ein krasser Akt. Und ich bin so dankbar, dass es Leute gibt, die das machen und quasi so eine Kraft dann auch übertragen können irgendwie und eine Energie mitgeben können und Auseinandersetzungen anstoßen. Weil dann auf einmal sich Leute fragen, hey, warum gibt's denn Team Indigenous? Ist das jetzt, also warum mussten die sich jetzt quasi separieren, eine eigene Struktur für sich gründen, um irgendwie einen sicheren Ort zu haben, um Derby zu spielen? Und dann genau eben auch eine politische, inhaltliche Auseinandersetzung folgt, idealerweise. Nicht überall. Viele Leute haben auch keinen Bock drauf. Es gibt auch Leute, die Derby spielen und sagen, ich will nur den Sport machen. Ich interessiere mich gar nicht für Politik. Also auch da irgendwie nicht idealisieren. Da würde ich gerne gleich eine Frage noch anschließen, Hux. Und zwar, du sagtest ja, dass man Menschen ansprechen kann, dass man dafür sorgen kann, dass sie darauf aufmerksam werden. Ne? Ich kann das ignorieren, aber ich kann eben genauso über den Sport mitbekommen, was eigentlich für Themen auch politisch in der Welt aufkommen, in diesem Kosmos-Sport. Bei dem Projekt, was Fabian betreut mit, wenn geht ihr an Schulen oder die Schulen kommen zu euch? Und daher wäre meine Frage, wie werden denn Schülerinnen und Schüler, Jugendliche oder eben auch Erwachsene, ne, auf euch und euren Sport und eure Aktion aufmerksam? Also das eine ist ja, wenn ich schon Teil der Gruppe bin, wie ich mich dann engagiere. Und das andere, wie ich überhaupt dazu komme, darauf aufmerksam werde und diesen Raum sehe, in dem ich einen Freiraum gestalten kann. Spannenderweise Schüler und Jugendliche gar nicht, weil wir eine Sportart ab 18 sind. Das ist quasi im Ligabetrieb so geregelt und das regeln aber auch die meisten Teams für sich so, weil alles selbst gemacht ist und alles super prekär ist, gibt es sehr, sehr wenige Teams, die überhaupt die Ressourcen haben, sogenannte Junior-Derby-Teams noch mit an die Hand zu nehmen. Das gab es in Berlin eine ganze Zeit lang. Wir haben versucht, das irgendwie aufzubauen. Das gibt es auf einer Weltebene. Also es gibt Junior Derby. Das ist angekoppelt an die Women's Flat Track Derby Association. Aber es braucht immer Leute, die das machen. Und das ist einfach eine super schwierige Situation. Besonders in den letzten Jahren mit Covid und Pandemie. Unser kompletter Ligabetrieb lag einfach flach. Wir haben gar nicht trainiert. Die meisten Teams in Deutschland haben gar nicht trainiert. Und es ist so viel zusammengebrochen, weil es gar nicht die Möglichkeit gab, irgendwie sich am Anfang zu sehen. Und auch als wir uns irgendwie wieder treffen konnten, waren viele Leute dann mit ganz anderen Sachen beschäftigt und hatten gar keine Möglichkeit, irgendwie darüber nachzudenken, wie organisieren wir jetzt hier ein Hygienekonzept. Und wir haben es trotzdem versucht, aber Halleluja, wenn da niemand für bezahlt wird, ist es einfach so, ja, hat in einigen Teams besser funktioniert als in anderen. Genau, und ansonsten machen Teams das, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also der Weltverband macht da keine Werbung und ich glaube auch so der Dachverband in Deutschland oder so, die haben keine eigene Öffentlichkeitsarbeit, sondern die Teams versuchen in ihren Städten irgendwie Sachen zu machen. Und wir machen das viel über Veranstaltungen. Wir übernehmen regelmäßig so Tresenabende in Kneipen in Potsdam. Da kriegen wir auch die meisten neuen Leute her. Genau, aber es ist was, was sich viel aus sich selbst rekrutiert oder aus der eigenen Bubble. Das ist auch ein Problem. Genau, und ansonsten so, es gibt unterschiedliche Vernetzungskanäle in Potsdam, E-Mail-Verteiler, Messenger. Wir versuchen vor allem in so politischen Kontexten irgendwie reinzuwirken. Und manchmal kommen auch Leute einfach so, die so irgendwo einen Flyer gefunden haben. Das passiert aber eher selten. Also es ist wirklich mehr, in Potsdam kennt man sich, man läuft sich über den Weg oder wir fahren bei Demos mit oder sind irgendwie in so größeren Politaktionen irgendwie sichtbar. Ja. Oder ihr seid zu Gast im Podcast, zum Beispiel bei uns. Wobei wir jetzt nicht so eine riesengroße Strahlkraft haben, glaube ich. Aber wer weiß, vielleicht hört irgendjemand diese Folge und interessiert sich dann für Roller Derby. Und wie du schon am Anfang der Folge dazu aufgefordert hast, googelt es dann, beziehungsweise sucht bei YouTube Videos. Es ist wirklich eindrucksvoll. Und
macht auch schon Spaß zuzugucken. Mitzumachen macht bestimmt auch Spaß, aber auch das Zugucken war sehr beeindruckend und eine schöne Stimmung vor Ort. Eben anders, als es manchmal im Fußballstadion ist. Fabian hat es ja vorhin auch schon angesprochen, wo sich eben alles abbilden kann, auch an quasi dunkler Seite. Wir versuchen diesen Podcast immer ungefähr auf eine Stunde zu halten, damit man ihn auch am Stück hören kann, wenn man diese eine Stunde findet. Wir könnten noch sehr viel länger schnacken, das geht uns fast immer so, weil wir natürlich auch einfach tolle Menschen einladen und es dann Spaß macht, lange mit euch zu reden. Aber genau, die Idee unseres Podcasts ist auch gar nicht, zu den Themen, die wir anschneiden, irgendwie alle Antworten irgendwie herauszuarbeiten, sondern eigentlich so Anregungen für Leute, für Menschen zu bieten, die uns zuhören und die dann eben vielleicht mal ein bisschen schauen, was ist Bildung am Millantor eigentlich, was macht der Fabian da in Hamburg auch schauen, was die Russian Fat Cats in Potsdam machen. Und ich glaube oder hoffe, dass diejenigen, die uns zugehört haben, einiges mitnehmen konnten, dass wir viel darüber gelernt haben, wie Vereine, Sportvereine auch Freiräume sein können für Demokratieerfahrung, für Bildungserfahrung, für Lernerfahrung, wie unterschiedlich das aussehen kann. Und deswegen würde ich, weil wir die Stunde jetzt schon überschritten haben, tatsächlich mich mit Helene von euch verabschieden wollen. Genau, Helene. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr eure Erfahrungsräume mit uns geteilt habt und mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wie Steve schon sagte, man könnte noch viel länger darüber reden und es gibt noch super viele Themen, gerade in Bezug eben auf das Thema, was wir ganz am Anfang hatten, die WM aktuell in Katar und die Frage danach, welche politische Funktion hat der Sport eben auch und welche Freiräume lassen sich dadurch aber eben auch eröffnen. Deshalb nochmal ganz herzliches Dankeschön an euch beide und macht's gut. Danke für die Einladung. Ja, vielen Dank und macht's auch gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.